Hallo liebe Lego-Freunde, ich bin der Austrian Lego-Fan aus dem schönen Kärnten in Österreich. Heute mal wieder mit einem Lego-Technik-Set für euch. Und zwar das in diesem Jahr im August erschienene 42097, der Spinnenkran. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dieses Video schon ein bisschen früher zu machen, näher am Veröffentlichungstermin. Ist sich leider nicht ausgegangen, aber das holen wir jetzt heute nach. Ich denke, ihr werdet kein Problem damit haben. Wir bekommen 920 Teile zu einem Listenpreis von 89,99. Für die Technikwelt sicherlich kein Schnäppchen. Da wäre, denke ich, eher ein Preis von um die 70 Euro, denke ich, gerechtfertigter gewesen. Allerdings im Handel ist er ja für den Preis definitiv zu bekommen. Aber ich möchte ja nicht wieder eine Preisdiskussion lostreten, deswegen schauen wir uns das jetzt nochmal genauer an. Diese Spinnenkräne sind von der Größe her eher kompakt, deswegen auch der englische Name vom Set Compact Crawler Crane. In der Realität werden die, also die haben keinen Sitz oder Kabine, wo ein Fahrer oder Kranführer drin sitzt, sondern die werden entweder über Bedienhebel am Kran selber oder über Fernbedienungen bedient. Größenmäßig, wenn wir jetzt einen Mensch daneben stellen, wäre der Mensch vielleicht genau gleich groß. Es gibt da ein paar kleinere, ein paar größere. Einige kann man mit einem PKW-Anhänger transportieren. Andere müssen auf einen LKW oder auf einen Tieflader drauf. Also da gibt es verschiedene Größen. Nur damit ihr auch mal in etwa einschätzen könnt, was das hier für ein Maßstab ist. Mich hat einmal einer zu meinem Speedbuild-Video gefragt, wie das maßstabsmäßig im Vergleich zu dem Arox ausschaut. Und da habe ich gesagt, das kann ich jetzt schlecht sagen, weil man nicht weiß, wie groß eigentlich das Vorbild war, was sie da genommen haben. Ich dachte damals so, der Maßstab hier ist ein bisschen größer als wie beim Arox. Also man müsste im Vergleich zum Arox ein bisschen kleiner sein. Aber das wäre, glaube ich, schwer umsetzbar gewesen, weil das werden wir jetzt sehen. Wir haben relativ viele Funktionen, die allerdings alle händisch ausgeführt werden müssen. Weil mit Motortechnik das Ganze zu motorisieren, ist bei dem Set sehr, sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich, weil man einfach den Platz nicht hat dafür. Und zwar, wir haben erst einmal zum Zubehör vier so Pylonen zur Baustellenabsicherung. Die stelle ich mal auf die Seite. Und wir haben hier ein kleines Gewicht, was der Kran nachher heben kann. Jetzt einmal zum Kran selber. Also wir haben vier Stützen, die wir ausfahren können. Wir haben vorne zwei Zahnräder und hinten die zwei unteren Zahnräder. Damit können wir diese Stützen drehen. In dieser Form. Wenn wir das jetzt einmal bei allen vieren machen. Da sieht man auch schon, wenn man jetzt von oben drauf schaut, warum Spinnenkran, weil es wie eine Spinne ausschaut, auch wenn eine Spinne 8 Beine hat, das weiß ich auch. Aber 8 Beine wären ja sinnlos bei so einem Teil. So, dann haben wir an jedem von diesen vier Stützen da ein weiteres Zahnrad. Damit können wir das so in der Neigung verstellen. Und ihr seht schon da beim Winkel, dass das so einklappt. Das heißt, so geht er jetzt nicht wieder zurück. Man müsste dann quasi da zurückdrehen. Diese Methode haben wir auch schon bei Technik öfters gehabt. Überhaupt kein Thema. So, das machen wir jetzt auch bei allen vieren. Und dann haben wir bei allen vier Stützen da heroben noch ein weiteres Zahnrad. Und damit können wir die Stützen ausdrehen. Ich mache das jetzt einmal bei zwei gleichzeitig, weil man kurbelt dadurch ziemlich lange. So, zwei Hammer und dann noch die letzten zwei. Wenn man das 10-mal am Tag macht, wird es ziemlich nervig. So. Und der sieht ja auch schon von der Baugröße her, von den Stützen. Wie hätte man das motorisieren sollen oder anders lösen sollen, dass man mit einem Zahnrad, weiß ich nicht, alle vier Stützen gleichzeitig ausfährt?
Ich glaube, das wäre in dem Maßstab nicht machbar gewesen. Und ein noch größerer Maßstab, das ist nicht der Anspruch dieses Sets. Das soll ja eher ein Einsteigermodell sein für Technik. Es hat eine Altersempfehlung ab 10 Jahren und es birgt auch beim Zusammenbau keinerlei Schwierigkeiten, weil die zwei Stützen da und die zwei Stützen da sind im Endeffekt identisch, nur dass sie seitenverkehrt sind, also spiegelverkehrt zusammengebaut werden. Und auch die Unterkonstruktion ist immer 2 Moll. Ist alles kein Problem. So, jetzt drehe ich den einmal rum. Bevor ich das vergiss. In der Realität, in Wirklichkeit ist es meistens so, dass die Stützen so weit runtergehen, dass der ganze Kran in der Luft schwebt. Das haben wir jetzt hier nicht. Wäre wahrscheinlich auch mit den Stützen nicht machbar gewesen, weil dafür ist das Teil dann doch wiederum zu schwer. Aber sonst, er steht so sicher, weil die Stützen können sich halt eben nicht, wie gesagt, bewegen. Wenn man da ein bisschen dann links, kriegt man sie wohl noch hoch, weil einfach die ganze Konstruktion herunten dafür zu schwach ist. Aber in dem Maßstab wäre das auch nicht viel anders gegangen. So, jetzt haben wir da, wir können diesen Kran so jetzt nicht bewegen, links und rechts. Wir haben mal da wohl ein Zahnrad zum Drehen. Ihr seht schon, der stoßt links und rechts an. Und da haben wir jetzt einen Hebel. Und wenn wir diesen Hebel betätigen, heben wir die ganze Kranarmkonstruktion ein bisschen an. Und dadurch wird der drehbar. Natürlich jetzt noch nicht so viel, weil es ja noch unten ist. Drehen wir den wieder so her. Ihr habt das Zahnrad eh schon gesehen. Ich da jetzt dran drehe, kann ich den ganzen Kranarm nach oben fahren. Das funktioniert mit einem Linearaktuator. Ihr seht den da. Das ist aber noch die alte, kleinere Ausführung, also nicht die neue, die wir jetzt beim Liebherr bekommen haben. Die neue wäre auch für den Kran jetzt zu groß, zu lang gewesen. Es hätte jetzt nicht wirklich an Sinn gemacht. Das passt also. So, jetzt haben wir den Kranarm ausgefahren und jetzt können wir den Kranarm auch drehen. Allerdings nicht um 360 Grad. Ihr seht das. Es sind etwas mehr wie 180. 200 vielleicht. Also ich komme nicht auf die Rückseite. Das ist im Vergleich zur Realität dann wieder unrealistisch, weil die können sich eigentlich um 360 Grad drehen. Geschenkt. Dann haben wir, ach, das ist eh auf beiden Seiten, wieder noch ein Zahnrad. Damit können wir den Kran weiter ausfahren. So, jetzt klappt sich das da oben auch aus. Allerdings nicht, weil das so gewollt ist, sondern weil ich die Sperre für den Kranhaken nicht rausgetan habe. Normal muss ich das mit der Hand machen. Wenn ich das hochnehme, kann ich daran ziehen. So. Jetzt kann ich den ganz ausfahren. So. Und jetzt kann ich auch wieder das loslassen. Mein Gewicht dranhängen. Hochkurbeln. Drehen. Die Funktion, die man sich eigentlich von einem Kran erwartet, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, das war es von der Funktionsweise her. Also, wir haben eigentlich, wie sich für ein Technikmodell für einen Kran gehört, viele Funktionen. Es sind alle manuell gesteuert mit einer sehr, sehr direkten Übersetzung. Wie hier zum Beispiel bei dem Linearaktuator ist direkt das Zahnrad auf der Seite. Aus Platzgründen ist das auch, wie gesagt, bei diesem Maßstab, bei diesem Modell nicht anders machbar. Und wie ich anfangs erwähnt habe, wie will man das jetzt motorisieren? Es ist, finde ich, ohne großen
Aufwand nicht machbar ist. Es bringt auch meiner Meinung nach nicht wirklich was. Da müsste man, wenn man so einen Spinnenkran motorisiert haben möchte, müsste man, glaube ich, den Maßstab dementsprechend größer ansetzen, dass das machbar wäre. Und wie gesagt, das ist nicht der Anspruch von diesem Set. Es soll ein Einsteigerset sein. Obwohl der Preis mit 90 Euro dann doch eher wieder höher angesiedelt ist, ein Einsteigerset, würde ich jetzt vielleicht so maximal bis 50 Euro oder so. Aber das ist meine persönliche Meinung, muss nicht der Allgemeinheit entsprechen. Schieben wir ihn mal ein bisschen auf die Seite, schwenken den Kranarm. Da haben wir die Schachtel. Und da seht ihr, wir können auch ein B-Modell draus bauen, einen Turmkran. Allerdings, wie bei Technik ja mittlerweile üblich, gibt es dafür keine gedruckte Anleitung. Die können wir uns allerdings auf der Lego eigenen Homepage als PDF-Datei runterladen und dann über den Computer, über das Tablet, Handy vielleicht eher weniger, ist einfach die Ansicht zu klein, das anschauen und dann bauen. Ich hoffe, dass sie nicht noch in Zukunft die Hauptanleitung vom Hauptmodell auch noch wegsparen. Ich hoffe, dass die erhalten bleibt. Ich habe das B-Modell selber noch nicht zusammengebaut. Kann ich euch also nichts näher zu sagen. Außer, dass er ganz nett ausschaut. Und dann haben wir noch die Bauanleitung. Großes Format. Wir haben 187 Seiten bei 920 Teilen, da sind wir dann doch schon eher bei, ja, 20 Teile pro Seite? Ja, was tue ich mir da jetzt? Na, Blödsinn, na, 5 Teile pro Seite. 5 Teile pro Seite, dann wisst ihr auch in etwa, was da für ein Baufortschritt zu erwarten ist. Ich sehe, das Ganze ist watschen einfach aufgebaut, dürfte keine Probleme ergeben. Und wir haben dann nachher, wenn wir mal kurz da durchblättern, zu dem Punkt kommen, dass ich euch das kurz zeigen kann. Auch noch nicht. So, noch ein bisschen weiter. Na jetzt aber, wer macht denn den gar finden doch? Ich glaube, jetzt kommen wir der Sache schon näher, genau. Jetzt schon die Stützen, was ich gesagt habe, zweimal. Im eigentlichen Sinne ist es viermal, nur dass zwei halt eben seitenverkehrt zu dem anderen zusammengebaut werden. Ihr seht das auch in meinem Speedbuild-Video auf meinem Hauptkanal. Ich zeige das nur einmal, wie der zusammengebaut wird, und die anderen habe ich dann schon vorher gebaut, weil es wäre dann Schwachsinn, euch viermal das gleiche zu zeigen. Ja, die Teileliste kann ich euch noch zeigen. Technik üblich, natürlich nicht so viele verschiedene Teile, zwei Seiten. Wir haben in diesem Set zwei neue Teile, also nicht ganz neue Teile, nur in der Farbe sind sie neu. Und das sind zum einen diese Gehäuseteile, die bei den Stützen verwendet sind. Die haben wir bis dato nur in Hellgrau und Rot. In Rot waren sie beim Arox für den vorderen Kranausleger benutzt und bei dem letztjährigen waren sie, meine ich, auch dabei, wenn ich mich da jetzt nicht täusche, und bei so diversen anderen Sachen. Und in Hellgrau haben wir sie gehabt bei diesem kleinen Gabelstapler vom letzten Jahr, und dann haben wir dieses Container-Yard-Set gehabt, wo dieser LKW mit Auflieger war, mit dem Container. Und so einen kleinen Hubstapler dabei, da waren sie auch dabei. Aber in Gelb, wie gesagt, erstes Set, viermal dabei. Und noch neue Farbe
Drehe das da jetzt ab. Einmal ein bisschen auseinanderbauen. Sind diese 3x5 Teile. Die, wie gesagt, haben wir in diversen anderen Farben. Gibt es sie bereits, allerdings nicht in Gelb. So, jetzt werden wir das da wieder zusammenbauen. Ja, schon erledigt. Generell finde ich, gelbe Farbe passt zu so einem Baustellenset total gut. In Blau, Grün oder Rot hätte ich den jetzt nicht unbedingt gebraucht. Gelb passt. Und auch die farbliche Gestaltung. Ich meine, wir haben da Rot, wir haben da ein oranges Teil und die blauen Pins schauen hier und da raus. Aber es hält sich im Rahmen. Das finde ich nicht weiter tragisch. Aufkleber haben wir auch. Da auf diesen Paneelen sind Aufkleber. Und ansonsten beschränkt sich es auf diese, womit angedeutet wird, in welche Richtung man das Zahnrad drehen soll, damit welche Funktion ausgeführt wird. Und bei den Stützen, die rot-weißen Warnteile, sind auch Aufkleber drauf. Ihr kennt meine Meinung zu Aufklebern, ich finde das nicht schlimm. Und bei diesem Set ist es auch überhaupt kein Problem, wenn man die Aufkleber einfach weglässt, wer es nicht mag, weil das Design wird dadurch nicht um 500% schlechter. Weil ob da jetzt Aufkleber drauf sind oder nicht, ich glaube, das wird keinen wirklich stören. So, ich glaube, ich habe alles zu dem Set erklärt, gezeigt, gemacht, getan. Somit sind wir am Ende vom Video. Ich werde euch noch den Link für Amazon, wo ihr dieses Set kaufen könnt, in die Beschreibung tun. Nur als kleine Erklärung dazu. Wenn ihr über einen Link, der unter einem meiner Videos steht, euch auf die Amazon-Seite weiterleiten lasst und dann innerhalb von 24 Stunden auf Amazon irgendetwas bestellt, egal was, das muss kein Lego sein, das kann irgendwas sein, das spielt keine Rolle, bekomme ich eine kleine Provision. Euch kostet das keinen Cent mehr, der Preis ändert sich nicht. Ihr würdet nur mich, meinen Kanal, meine Arbeit unterstützen, dass das in dieser Form, wie es jetzt ist, auch in Zukunft weiterlaufen kann. Also wäre das sehr nett, wenn ihr mal was bei Amazon braucht, wenn ihr über einen von meinen Links euch auf die Seite weiterleiten lasst. So, genug gequatscht. Bis zum nächsten Mal. Euer Ostfin Lego Fan.